Wie stark hat Sprache Einfluss darauf, wenn es um Ausgrenzung oder Inklusion geht? Wie können wir es schaffen, so zu formulieren, dass alle Menschen angesprochen werden? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Queerbeat Diversity in Salzburg. Wir möchten uns heute mit dem Thema Gendern und inklusive Sprache auseinandersetzen. Dazu haben wir zwei tolle Gäste bei uns im Studio eingeladen, die ihr Projekt der Sprachbox für inklusive Kommunikation an der Universität Salzburg vorstellen. Ebenfalls möchten wir auch beleuchten, wie die LGBTQI+-Community in wissenschaftlicher, aber auch in der Alltagssprache ihren Platz finden und wie man queere Ausgrenzungen durch Sprache verhindern kann. Zuerst waren wir aber wieder in der Stadt unterwegs und haben bei den Salzburgerinnen und Salzburgern nachgefragt, wie sie mit dem Thema Gendern umgehen. Genderst du? Ja. Warum? Weil ich selber eine Frau bin und nicht ausgeschlossen wäre, also mich ausgeschlossen fühlen will aus der Gesellschaft. So. Und durch Sprache verhindert man, dass manche Leute einfach ausgeschlossen werden. Gendern sie? Ja, immer mehr. Immer mehr. Es ist schon gut, eine gute Idee, dass man da immer mehr drauf achtet. Finde ich wichtig. Genderst du? Nein. Warum nicht? Ich habe, bis ich euch getroffen habe, noch nie davon gehört. Ja, ich muss auf jeden Fall, zum Beispiel jetzt in meiner Bachelorarbeit, ganz wichtiges Thema. Bisschen nervig, muss ich sagen, manchmal. Aber warum genderst du? Weil ich muss. Genderst du? Ja, also in der Uni ist das quasi, glaube ich, eh zumindest empfohlen. Und natürlich, also ich finde das auch schon nicht unwichtig, weil jedes Geschlecht natürlich hat das Recht, in der Sprache vorzukommen, meiner Meinung nach. Und aber ich finde auch die Diskussion darüber teilweise sehr absurd, radikalisiert geführt von verschiedenen Seiten. Genderst du? Selten. Also am ehesten, wenn ich irgendwie wissenschaftlich was arbeite oder ja, also im Uni-Kontext dann auf jeden Fall. Nein. Und warum nicht? Weil das meines Erachtens irrelevant ist. Aber verstehst du Menschen, die sagen, sie fühlen sich nicht angesprochen durch die männliche Version? Ja, ich kann es schon verstehen, aber gerade jetzt, wo man wieder mit den ganzen nicht weiblich, nicht männlich unterscheiden soll, finde ich es dann auch wieder schwierig, dass man sagt, man muss das jetzt alles gendern, weil wenn es nur eine Version gäbe, dann wäre das ja eigentlich für alle und nicht dann nur für die Frauen oder nur für die Männer. Aber verstehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sagt, sie fühlt sich durch das Wort Lehrer nicht angesprochen, weil sie eine Lehrerin ist? Ja, dann muss sie sich ja das hin dazu denken oder was weiß ich. Ich sage immer, wenn ich mit dem Mann spreche, beide Geschlechter, ja. Von mir aus Lehrer und Lehrerinnen oder etc. etc. Aber nicht mit dem Punkterl und Sternterl und ich und was weiß ich alles. Die normalen Leute verstehen das überhaupt nicht. Ja, also kann ich auf jeden Fall verstehen, bei den Leuten, die wirklich da eine andere Identität quasi ausleben und sich so fühlen, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich finde, wenn jemand das so äußert, dann sollte man es auch respektieren. Und genderst du in jedem Bereich deines Lebens oder nur in bestimmte? Ich probiere schon in jedem Bereich zu gendern, also ich probiere es auch so im Alltag. Natürlich, also schriftlich an der Uni sowieso, aber ich probiere es auch im Alltag umzusetzen, weil ich das irgendwie wichtig finde, dass man das normalisiert. In der Sprache generell? Beruflich auf jeden Fall. Beruflich, also sag einmal, ist es auch wichtig, dass man das wirklich macht. Warum ist es für Sie wichtig? Ja, weil einfach die Zeit hat sich so gewandelt. Ich merke das immer mehr, dass einfach wirklich, es unterstreicht noch einmal die Bedeutung, eigentlich die gleiche Bedeutung von Mann und Frau, nicht? Und genderst du in allen Bereichen in deinem Leben oder nur in bestimmte? Nein, also beruflich, ich arbeite bei der Zeitung. Sollen wir sogar nicht zu viel gendern, ist die Vorgabe, weil das Argument ist, dass das den Lesefluss stören würde. Aber ich verwende dann schon auch auf die weibliche und männliche Form. Das ist noch erlaubt quasi. Oder versuche auch mal geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. Und bei der Sprache, ja, achte ich nicht immer drauf, weil es ist auch schwierig, bei der Sprache so schnell mitzudenken. Und warum nur selten? Also warum dann im Alltag oder so nicht?
Ja, ich bin einfach auch nicht so aufgewachsen und das ist natürlich dann schwierig, sich umzustellen und so in meinem engeren persönlichen Umfeld gendern die wenigsten. Wie gesagt, das ist wirklich eher im akademischen Umfeld. Haben Sie vor, dass Sie irgendwann in alle Bereiche gendern oder passt es für Sie so, dass Sie sagen, auf der Arbeit? Naja, man müsste es übernehmen. Ich glaube, das kommt aber sowieso automatisch. Ich glaube schon, weil wenn man es einmal in einem Bereich macht, dann automatisch überlegt man ja gar nicht mehr, wenn man jetzt irgendwo hinkommt oder neu irgendwo ist, dass man es automatisch macht. Aber versuchen Sie dann in Ihrer Freizeit, dass Sie immer beide Geschlechter nennen oder nur manchmal? In der Freizeit rede ich, wie man schnabig gewachsen ist, das macht ja jeder. Und möchtest du es irgendwann in allen Lebensbereichen anwenden oder passt es für dich so? Ja, dabei passt es schon so, aber natürlich bemühe ich mich schon, dass ich daran denke zu gendern. Genau. Und hättest du irgendeine Idee oder irgendeine Lösung, was man machen könnte, dass sie alle angesprochen fühlen? Dass sich alle angesprochen fühlen? Naja, es gibt ja schon so, so Ansätze, dass man Leute nur noch eben als Leute oder als Menschen allgemein betitelt. Aber ich würde sagen, da verkompliziert man halt teilweise auch irgendwie die Sprache und man wird es im Endeffekt auch niemandem recht machen können. Wenn man es dann wirklich sagt, okay, wir machen das so neutral, dann wird im Endeffekt wieder irgendjemand anders sich nicht mehr angesprochen fühlen. Also ich denke, das ist eine super schwere Sache und das wirklich perfekte, die perfekte Lösung wird es da nicht geben. Wie sieht es aber nun im wissenschaftlichen Kontext aus? Dafür haben sich Angehörige der Paris-Lothron-Universität Salzburg aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam mit inklusiver Kommunikation auseinandergesetzt und die Sprachbox entwickelt. Diese betrachtet die bestehende Geschlechtervielfalt und verknüpft sie mit Themen der Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit. Wie das genau funktioniert, haben wir gemeinsam mit unseren Gästen Sabine Bruckner und Persen Perry-Baumgartinger bei unserem Queer Talk besprochen. Beide waren bei dem Prozess der Entwicklung dabei und geben uns genauere Einblicke über die Sprachbox. Außerdem sprechen wir auch darüber, wie die LGBTQI+-Community durch Sprache besser inkludiert werden kann. Hi und herzlich willkommen zu unserem heutigen Queer Talk. An meiner Seite begrüßen darf ich Sabine Bruckner und Persson Perry-Baumgartinger. Sabine Bruckner ist die stellvertretende Leiterin des GenUp Salzburgs, das sich an der Uni Salzburg für Chancengleichheit einsetzt. Persson Perry-Baumgartinger forscht und lehrt international an verschiedenen Universitäten und ist außerdem in der Erwachsenenbildung und an Fachhochschulen tätig. Er hat bereits in verschiedenen Medien publiziert und ich freue mich sehr, euch heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo. Vielleicht sagt ihr uns gleich noch ein paar kurze Sätze über eure Tätigkeit in Salzburg. Sabine, was macht das GenUp genau? Das GenUp ist Teil der Abteilung FGDD, das heißt, das ist so die große Diversitätsabteilung an der PLUS in Salzburg. Die Abteilung ist relativ jung, also es gibt uns jetzt seit 2 Jahren. Gemeinschaftlich arbeiten wir immer aus einer intersektionalen Perspektive, das heißt, wir verbinden einerseits Diversity und Disability, wir haben auch Vereinbarkeitsfragen, die zu bearbeiten sind und insbesondere im Gender, wir beschäftigen uns mit Gleichstellungsfragen, Geschlechterfragen, genau, und eben auch so Diversitätsthemen wie eben der Sprachbox, auf die wir dann später nochmal zu sprechen kommen werden. Und mein persönlicher Arbeitsschwerpunkt ist geschlechtliche Vielfalt. Mhm. Persson, du lehrst und forschst an unterschiedlichen Universitäten, auch grenzübergreifend. Was sind deine Themen und was machst du in Salzburg? Also ich bin vom Studium her Sprachwissenschaftler und habe Wirtschafts- und Sozialgeschichte gemacht, promoviert und habe diskriminierungskritische Sprache, Queerlinguistik, feministische Linguistik, Sprache und Kommunikation allgemein, auch viel in den Trainings und Workshops, viel zu kritischem Diversity im Rahmen vom Institut Büro Kollektiv Diskursiv und ich berate in letzter Zeit auch sehr viel und das war auch mein Teil hier im FGDD bei der Sprachbox, also den Prozess zu begleiten, den mit zu konzipieren und zu begleiten. Und heute ist ein Feiertag. Heute feiern wir den ersten großen Schritt, nämlich die Sprachbox. Ja, sehr schön. Genau. Auf die werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Vorher möchte ich ganz allgemein beginnen, Persson. Was ist denn inklusive Sprache? Sprache ist ja sehr mächtig und auch sehr einflussreich. Wann wird sie inklusiv? Ja,
Also prinzipiell ist Sprache ja eigentlich nur Sprache. Und die Art und Weise, wie wir sie verwenden, kann sehr mächtig, auch diskriminierend oder eben empowernd sein. Und das, glaube ich, ist total gut, sich immer wieder in den Kopf in Erinnerung zu rufen, im Sinne von, immer wenn ich in die Welt hinausgehe und irgendwas vermitteln will von mir oder was wahrnehme aus der Welt, dann bin ich in Kommunikation. Das heißt, Sprache und Kommunikation finden immer statt. Ja, also kann man zum Beispiel streiten, aber sehr oft, wenn man es ein bisschen sanfter sagt. Und da wir in einer Gesellschaft leben oder in Gesellschaften leben, die sehr durchzogen sind von Diskriminierungsstrukturen, also sei das Rassismus, sei das Ableismus, sei das Antisemitismus, Roma-Feindlichkeit. Also es gibt so viele Formen, wie Menschen klein gemacht, unterdrückt oder eben diskriminiert werden. Und das hat alles Einfluss auf unsere Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir sie auch nach außen geben sozusagen, also wie wir kommunizieren. Und insofern ist Sprache per se quasi unschuldig, wenn man so will, aber natürlich verwenden wir sie auf eine bestimmte Art und Weise, so wie wir es gelernt haben zum Beispiel seit unserer Geburt, wenn man so will. Und da sind sehr viele diskriminierende Aussagen oder auch Blicke oder, also es gibt, Sprache ist sehr groß, ja. Also auch die Haltung, wie wir sitzen oder wo wir sind, wie die Architektur gestaltet ist, das ist alles, kommuniziert alles auch etwas. Und die inklusivere Sprache versucht, Möglichkeiten und Weisen und teilweise auch einen Wortschatz zu finden, der zum Beispiel Geschlechtervielfalt sichtbar macht und positiv bewertet oder darstellt, wo Selbstbestimmung viel mehr Wert hat, der zum Beispiel einfachere Sprache nicht als etwas für dumme Leute wahrnimmt, sondern einfach einfachere Sprache als eine von vielen Varianten, Sprache zu verwenden ist. Oder eben rassistische Begriffe rauszuhalten aus der Sprache. Oder, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten auch. Also die inklusivere Sprache versucht einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es über Sprache das Diskriminierung gibt. Sehr oft auch wissen wir das gar nicht, weil wir das nicht gelernt haben, dass eine Metapher zum Beispiel antisemitisch ist, was im österreichischen Deutsch ja sehr oft vorkommt, wird aber nichts lernen dazu, weil das halt in Österreich nicht gelernt wird, in vielen anderen Staaten auch nicht übrigens. Und aber in dem Moment, wo wir uns damit darüber informieren und Alternativen überlegen oder vielleicht auch einfach, oder zum Beispiel jetzt bei Geschlechtervielfalt verschiedene Pronomen zum Beispiel verwenden, da kann man vielleicht nachher noch kurz irgendwas dazu sagen oder Beispiele bringen. Also das ist ja die Idee auch von der Sprachbox, einfach so eine Art Tool, so einen Werkzeugkasten an die Hand zu geben, damit die Leute schauen können, was gibt es eigentlich alles und wann könnte ich was wie verwenden. Und das können sowohl so Zeichen sein, wie dieser Stern, der ja recht bekannt geworden ist in den letzten Jahren, aber auch sowas wie die sogenannte geschlechtsneutrale Sprache, das heißt Formulierungen verwenden, die wir eigentlich sowieso verwenden und wo wir kein Geschlecht vorwegnehmen, also wo wir nicht Geschlecht markieren, sagt man dazu auch. Ja. Und alles Mögliche dazwischen und drumherum. Also es gibt da eine sehr schöne große Vielfalt an Möglichkeiten eigentlich. Ja. Jetzt hast du das Sternchen schon als Sonderzeichen angesprochen. Da sind wir ja eigentlich dann schon hauptsächlich beim viel zitierten Gendern, was auch so ein bisschen zum Kampfbegriff geworden ist in der politischen Debatte. Leider. Wie viel macht denn Gendern jetzt von der inklusiven Sprache aus? Weil das ist ja nicht alles. Du hast ja jetzt viel erwähnt. Wie groß ist denn der Teil des Genderns? Und wie mache ich das richtig? Weil da gibt es ja verschiedene Zeichen jetzt. Wie bin ich denn da auf der sicheren Seite? Also prinzipiell, Gendern heißt einfach, Geschlecht in der Sprache zu markieren. Das heißt, im Deutschen gendern wir prinzipiell immer. Das muss man mal festhalten. Das heißt auch, diese sogenannte männliche Form oder das generische Maskulinum ist ein Gendern, weil es die männliche Markierung ist. Das mal als Fußnote vorab sozusagen. Abgesehen davon gibt es nicht die eine richtige Form, sondern es gibt ganz viele verschiedene Varianten, die unterschiedliche Bedeutungen haben und die man in verschiedenen Situationen verwendet. Warum diese Vielfalt? Weil Sprache immer flexibel ist, weil Sprache immer kreativ ist. Und wir tun das eigentlich ständig. Wir verwenden Sprache flexibel und kreativ, aber in manchen Situationen fällt es uns auf, wenn irgendwas ungewohnt ist. Oder sehr oft merkt man daran,
dass wir gerade über Gesellschaftsnormen diskutieren, ne? Und so ist es halt bei dem sogenannten Gendern, das eben dann auch als abwertender Begriff verwendet wurde und auch wird. Genau. Inklusivere Sprache oder inklusivere Kommunikation ist ein Begriff, den wir schlussendlich gewählt haben, weil wir über sehr viele verschiedene Aspekte diskutiert haben. Es gibt jetzt nicht die inklusivere Sprache und das ist das und das. Also in unserem Fall in der Sprachbox ist es Geschlechtervielfalt und Mehrsprachigkeit und Barrierenabbau. Das sind jetzt die Aspekte, die wir hier drin haben. Inklusivere Sprache heißt einfach, oder Kommunikation heißt, in der Welt sein, um das jetzt ein bisschen philosophisch zu formulieren, in meinem in der Welt sein, so respektvoll wie möglich mit den anderen Menschen und mit der Welt zu tun zu haben. Das wäre jetzt eine sehr kurze Variante. Also, und da gehört natürlich alles dazu. Also der Versuch, weniger diskriminierend Sprache zu verwenden, der Versuch, mehr Begriffe zu verwenden, der Versuch, zum Beispiel jetzt als Wissenschaftler zum Beispiel, meine Forschungsergebnisse so zu vermitteln, dass sie verständlich sind. Vor allem, weil ja eigentlich die Steuern, die die Universitäten zahlen, wir wissen ja, wer mehr Steuern zahlt und wer weniger Steuern zahlt. Ja? Also das sind alles so Sachen, die eigentlich zu inklusiverer Sprache dazugehört. Wir haben auch geschrieben inklusivere und nicht inklusive Sprache, um eben das auch ein bisschen anzudeuten. Also dass das auch kein fertiges Ding ist. So, das, im Grunde gibt es die inklusive Sprache nicht, außer wir tun sie. So, ne? Also man versucht halt immer wieder, inklusiver zu sein. Ja. Ein Argument, das jetzt häufig gegen das Gendern vorgebracht wird von GegnerInnen dieser Praxis, ist, dass es so kompliziert wäre, wenn man dann so beispielsweise einen Doppelpunkt, einen Unterstrich, ein Sternchen, wie man auch immer will, dazu schreibt und dann noch eine neutrale Endung. Ja. Was ist denn da eure Antwort darauf? Vielleicht fangen wir mit dir an, Sabine. Also ja, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten dagegen, auch, dass es Sprache verunstalten würde oder anderes. Ich denke ganz im Gegenteil, also es braucht ein bisschen Übung, es braucht grundsätzlich auch, es ist letztlich auch eine gedankliche Haltung oder eine politische Haltung oder eine inhaltliche Position, die man bezieht, je nachdem, wie man sich sprachlich ausdrückt, weil es ja immer auch bedeutet, wen schließe ich ein und wen schließe ich aus. So. Und das sind sozusagen letztlich auch persönliche Entscheidungen und Personen, die sich halt dagegen stellen, dass man unterschiedliche oder geschlechtliche Vielfalt beispielsweise auch sprachlich ausdrücken will, denke, beziehen mit der Haltung auch sehr klar Position. Ne? Also insofern glaube ich nicht, dass es so sehr darum geht, ob jetzt irgendetwas kompliziert wäre oder verunstalten würde oder sonstiges, sondern das sind meiner Meinung nach eher vorgeschobene Argumente. Ne? Also tatsächlich gehen es da eher um eine politische Haltung. Du meinst? Und die kann man dann letztlich sehr klar ablesen davon, wie sie eine Person sprachlich ausdrückt. Du meinst, wer einen Grund braucht, der findet schon irgendeinen. Ja, und ich. Wer ausgrenzen mag, tut das halt. Ne? Genau. Und wer inklusiver denken mag oder wer vielfältig denken mag und das letztlich auch als Herausforderung annimmt, weil das ja auch bedeutet, dass man sich durchwegs komplexeren Gedankengängen einmal widmen muss, ne? und Gesellschaft halt auch nicht mehr so binär und geradlinig in Schwarz-Weiß denkt, sondern einfach wesentlich bunter und vielfältiger denken muss. Genau, wer das machen mag, der tut das. Wer das nicht tut, hat halt dann auch eine bestimmte Position bezogen. Ne? Und ich finde auch, also ich glaube, dass das ein Missverständnis ist. Komplex ist nicht kompliziert. Also wer hat uns dieses Mindset beigebracht, dass die tatsächlich real existierende Komplexität, die die Welt ist, kompliziert sein soll? Also ich glaube, es ist echt wichtig, da nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, warum glaube ich, dass es kompliziert? Eigentlich ist doch Vielfalt schön. Ja, also warum, da geht es echt an die Wurzel irgendwie auch, ja, von so Mindsets, mit denen wir aufwachsen. Das ist jetzt kein, wo man halt sich dann abarbeitet dran. Ja. Und ist ein Stück weit auch immer mit einer Machtfrage verbunden. Ne? Ja. Also wer bestimmt, welche Normen gültig sind, wer bestimmt, wer sichtbar gemacht werden oder gesichtbar gemacht wird, was ist legal, was ist nicht legal. Ne?
Wer kann sich frei bewegen in der Gesellschaft, ohne Angst davor haben zu müssen, verfolgt zu werden, körperliche oder verbale Angriffe erleiden zu müssen? Und wer kann das nicht? So. Also ich denke, die Fragestellungen sind da immer sehr breit. Und lassen sich letztlich aber auch sprachlich dann recht einfach ablesen. Oder ja, doch ablesen, zuordnen. Also inklusive Sprache ist überhaupt nicht kompliziert. Wirklich nicht. Also man muss nicht mal den Stern oder den Unterstrich verwenden. Also es gibt ja sogenannte geschlechtsneutrale Sprachformen auch. Das ist sowas wie ärztlicher Rat statt Rat der Ärztin. Ja, also da ist das Geschlecht weg, aber ich rede über das Thema und es ist, geht sogar noch mehr um den Rat, um den es ja eigentlich geht, um den Ratschlag. Und also es ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber es ist so, wir lernen das so ein bisschen so. Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Vorstellung, mit dieser Hierarchie von verschiedenen Sprachen auch zu tun. Also dass man glaubt, Hochsprache ist was Besseres und Schöneres und Korrekteres wie Dialekt zum Beispiel. Oder Deutsch ist besser wie, keine Ahnung, Kroatisch oder so. Ja? Also das sind so ganz starke Hierarchien, mit denen wir auch durchzogen sind. Und die wirken natürlich auch. So. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir waren jetzt beim Thema Komplexität und Hierarchien, Machtstrukturen. Und du hast eben schon die Wissenschaft angesprochen. Ich denke, gerade in diesem Bereich spielt das noch eine sehr große Rolle. Gerade Hochsprache versus einfache Sprache beispielsweise. Und ihr setzt euch ja auch mit der Sprachbox gerade im wissenschaftlichen Kontext damit auseinander. Warum gerade die Wissenschaft? Wo hat die Wissenschaft Probleme mit Inklusion und welche Hürden muss man da jetzt auch konkret an der Uni Salzburg noch nehmen? Ja, ich würde es vielleicht ein Stück weit aufmachen, nur dahingehend, dass es eben nicht nur Wissenschaft ist, sondern, oder natürlich an der Universität wird Wissensproduktion betrieben, ne? Da wird Forschung betrieben, da wird Lehre betrieben und Ähnliches. Es geht aber tatsächlich um einen wesentlich größeren Prozess. Ne? Es ist ein Strukturentwicklungsprozess letzten Endes, weil als Beispiel die gesamte IT-Infrastruktur oder auch verschiedene Datenerhebungen immer in einem binären System aufgeschlüsselt sind. Ne? Also da gibt es immer nur schwarz-weiß, Mann, Frau, so. Das heißt, da braucht man einiges an Entwicklung und Verhandlungsarbeit nur, um da auch nochmal aufzubrechen und zu sagen, hier, es braucht eine Anerkennung für bestehende geschlechtliche Vielfalt, die nicht erst jetzt da ist, sondern die es einfach auch schon immer gegeben hat. Ne? Also da sozusagen einen Blick ein Stück weit zu eröffnen. Gleichermaßen, und das sind die Fragestellungen, die wir heute während der Präsentation im Chat da gestellt gekriegt haben, betrifft es natürlich auch Forschungsdesigns. In unserem Fall war das einmal eine Fragestellung zu Sport. Und dann hat es noch eine zweite, glaube ich, gegeben. Also wo eben auch immer nur diese binäre Denke reproduziert wird und immer davon ausgegangen wird, dass es jetzt unbedingt Unterschiede geben müsste zwischen Körpern einerseits, ne, und dass man die halt auch wissenschaftlich irgendwie begründen könnte. Und immer stark eingrenzt wird, obwohl gerade in der Wissenschaft, gerade in der Biologie die Nachweise, die Belege, die Hard Facts dafür, dass diese binäre Vorstellung einer Gesellschaft überhaupt nicht funktioniert oder auch so letztlich nicht existiert, schon lange erbracht worden sind. Ne? Also insofern braucht es da einfach nur viel Entwicklungsarbeit auch. Und das war eben auch heute Thema während der Präsentation, wo natürlich diese Fragestellungen kommen, wo es natürlich nur viel Denkarbeit und auch Gespräche brauchen wird. Und ich glaube, es ist auch echt wichtig zu wissen, weil oft ist ja dann auch dieses Argument, naja, Sprache, können wir uns nicht um was Wichtigeres kümmern oder so. Ja? Also diese Zeichen, der Stern zum Beispiel, bei denen wird halt viel diskutiert, deswegen bringe ich den jetzt ständig und das ist so der bekannteste. Aber es gibt ja auch noch andere oder diese geschlechtsneutralen Formen. Das sind Formen, die entwickelt wurden, weil da Lebensrealitäten dahinter stehen. Zum Beispiel, du hast jetzt Beispiel gebracht, wenn ich jetzt eine Transperson bin und ich habe meinen alten Namen und meinen alten Personenstand, also männlich oder weiblich und keine Ahnung, was auch immer für einen Namen, dann werde ich damit angemeldet und die Uni führt mich so. Und das ist zum Beispiel bei diesen Online-Unterrichten war das ein Riesenproblem, weil diese Systeme das dann automatisch einspeisen oder weil Lehrende die Namenslisten vorlesen oder weil die Personen das im Ausweis drin haben und das heißt, die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Und lauter solche Sachen, da gibt es ganz, ganz viele Momente, die dahinter stehen. Deswegen war es uns ja auch ein Anliegen, die Sprachbox tatsächlich strukturell auch so zu machen. Da habt ihr auch sehr, sehr viel Anfragen gekriegt, auch dann ziemlich schnell, wie wir angefangen haben, damit da wirklich auch innerhalb von der Institution Entwicklung
das klingt jetzt ein bisschen blöd, ja, aber damit da einfach Dinge auch wirklich diskutiert und besprochen und verändert werden können. Und das ist alles Teil von den Forderungen auch, ja. Also wenn wir über nicht diskriminierende Sprachformen reden, dann hängen da immer auch Lebensrealitäten damit zusammen. Das ist nie nur ein Zeichen. Ja. Das ist keine, da geht es nicht um Ästhetik. Das schaut vielleicht schön aus, okay, das ist schön, ja, das ist auch gut. Ästhetik ist auch schön, aber es geht immer um Lebensrealitäten, die dahinterstehen. Oder die Pronomen. Pronomen sind so notwendig. Wenn wir über andere sprechen, dann verwenden wir eine Form von Geschlecht, wenn wir er oder sie sagen. Oder eine Form von Abwertung, wenn wir es sagen, weil das es meistens im Deutschen abwertend ist. Ja? Das heißt, es mussten Pronomen entwickelt werden, die positiv sind. Und da stecken immer Geschichten dahinter, da stecken immer Lebensrealitäten dahinter. Mhm. Das ist nicht einfach nur so mal ein bisschen Sprache. Mhm. So, und gut, ja. Aber das finde ich total wichtig, dass das auch klar. Und da, ich finde, das war in der Sprachbox auch echt ein Thema, dass das dann auch echt weitergeht, wie nur eine Sprachform hinlegen und sagen, mach mal. Ja. Ne? Sondern wirklich einen Veränderungsprozess anzuschauen. Und das hat auch stattgefunden und findet auch weiterhin statt. Ja. Ja. Ihr habt sie uns heute mitgebracht, ja, die Sprachbox. Und zu der wollen wir jetzt auch gleich kommen. Du hast es als Feiertag heute bezeichnet, dass ihr sie an der Uni Salzburg vorgestellt habt, in einem Talk, von dem ihr gerade jetzt ganz frisch kommt. Ja. Was ist denn das für ein Projekt? Vielleicht stellt es uns ganz kurz vor mit ein paar Beispielen. Du hast ja eben beispielsweise schon die Pronomen angesprochen. Ja. Genau. Es war jetzt ein Projekt. Es ist ein Projekt, das immer noch weitergeht. Also ganz zentral für die Sprachbox ist der prozesshafte, Charakter. Wir haben jetzt über einen Zeitraum von rund 2 Jahren und sehr intensiv einerseits eben mit Sprache, wie Person das schon angesprochen hat, beschäftigt, aber eben auch mit Strukturen und mit Arbeitspraxis, mit Alltagspraxis an der Plus, auch eben, wie ich vorher schon gesagt habe, mit IT-Systemen, mit Formen der Datenerhebung, mit Formularen, mit Bibliothekssystemen, mit Fragen der Inklusion, der Barrierereduzierung, aber eben auch der Mehrsprachigkeit. Das ist ein sehr großes Feld sozusagen, mit dem man da konfrontiert ist, wenn man sich mit so einer Universität, wo über 2000 Leute arbeiten und nur mal so viele Leute oder mehr studieren. Also das ist eine sehr, sehr große Struktur, mit der man da konfrontiert ist und in die man da letztlich auch eintaucht, wenn man so eine Box, wie wir das jetzt gemacht haben, entwickeln will. Wir wurden zu Beginn beauftragt, einen neuen Sprachleitfaden zu entwickeln, weil der vorhergehende eben schon über 10 Jahre alt war. Wir haben uns dann von dem Begriff Leitfaden sehr, sehr schnell verabschiedet, weil uns einfach klar war, dass der Begriff viel zu klar ist, weil es eben auch um strukturelle Fragen geht, weil es um Alltagspraxis geht und Ähnliches. Und immer sozusagen auch mit der Fragestellung vor Augen, wie kann es gelingen, einen respektvollen Umgang herzustellen, einerseits auf sprachlicher Ebene, aber auch in der Alltagspraxis sozusagen. Genau. Wie kann das funktionieren, dass man geschlechtliche Vielfalt gut etabliert, zum Beispiel auch in der Lehre, wo es eben auch, Person hat das vorher schon kurz angesprochen, auch darum geht, wie man Personen jetzt auch etwas adressiert, in einer Seminarsituation zum Beispiel und Ähnliches. Wir haben aber auch geschaut, wie es funktionieren kann, Barrieren in der Lehre zum Beispiel zu reduzieren, ne, wie Lernunterlagen gestaltet werden sollen, welche zusätzlichen Tools es gibt, die man nutzen kann, welche Supportsysteme an der Uni auch schon vorhanden sind, die man nutzen kann und anfragen soll ja auch letztlich. Genau, darüber hinaus haben wir dann noch uns ausführlich auch beschäftigt mit Wissensproduktion zum Thema geschlechtliche Vielfalt oder Vielfalt insgesamt. Also wir haben dann auch nochmal so, das kann man dann vielleicht, genau, danke. In der Wissenschaft, also da haben wir dann also eine sehr breite Ressourcensammlung zusammengestellt zu unterschiedlichen Themenfeldern wie Bibliothekswissenschaft, die MINT-Fächer, Politik-Rechtswissenschaft oder eben auch ganz allgemein Diversität im universitären Kontext. Und es hat dann darüber hinaus, gibt es auch nochmal die Ressourcen, wo man dann auch nochmal Anlaufstellen, Beratungsstellen, Ähnliches an der Plus, aber auch außerhalb der Plus und ganz wesentlich auch eben die rechtlichen Grundlagen, die derzeit bestehen, nochmal gesammelt haben. Und das Ganze dann trotz, also auch nochmal, auch obwohl das sehr komplex ist, das Ganze und die Themen und sozusagen immer auch alle ineinander greifen,
versucht es in eine leicht erfassbare und gut strukturierte Form dann auch nochmal zu bringen. Das heißt, es gibt einerseits so ein begriffliches Leitsystem durch die gesamte Box, aber auch ein grafisches Leitsystem. Also es gibt bestimmte Formen, die zuordnenbar sind, es gibt QR-Codes drinnen, bestimmte Illustrationen und Ähnliches. Die Sprachbox an sich ist da jetzt in der gedruckten Version vorliegend. Es gibt dann auch nochmal das Plakat dazu, genau. ich mache den dann nachher. Ja. Und wir haben natürlich auch auf der Plus-Website gibt es das Ganze dann nochmal auch in einer Online-Version nachzulesen und da kann man die Broschüren dann auch downloaden. Und spätestens ab nächster Woche wird dort auch ein kurzer Erklärfilm zu sehen sein. Und das Kernelement, jetzt kommen wir dann nochmal zu dir, Person. Ja. Sind sozusagen die Sprachempfehlungen, die wir da jetzt auf dem Plakat in kurz gefasster Form nochmal visualisiert haben, um sozusagen auch für den Arbeitsalltag an der Uni, dann kann man das schnell mal nachschauen, wie schriftliche oder mündliche Sprache verwendet werden kann. Gibt es aber auch nochmal in Broschürenform und dafür mag ich jetzt das Wort gern Person geben, weil er einfach federführend bei der Entwicklung beteiligt war oder einfach federführend war. Oder du hast sie entwickelt eigentlich mit der AG gemeinsam, gell? Ja, und was auch noch in den Broschüren drin ist, sind so Hintergrundtexte. Mhm, also was, genau. So ein bisschen, wie ist es überhaupt entstanden, diese inklusivere Sprache? Mhm. Und was gibt's da? Wie war unser Prozess? Was haben wir da gemacht? Weil das schon auch was Besonderes war, dass ihr das gemacht habt und wie ihr das gemacht habt und so. Und zu den, also wir haben uns einerseits, es gibt eigene Tipps und Tricks, wie wir Barrieren abbauen können. Das ist ja eigentlich gesetzlich geregelt, dass wir eigentlich, prinzipiell müsste ja alles barrierefrei sein. Das heißt, wir müssen auch barrierefrei arbeiten, wir müssen barrierefreie Dokumente zur Verfügung stellen, eigentlich. Das macht man nicht, viele wissen das auch gar nicht. Und da gab es hier ein paar Tipps und Tricks, das haben wir im Plakat kurz zusammengefasst, aber es gibt dann in der Broschüre noch mehr. Wie mache ich ein PDF, wie mache ich ein PowerPoint, was ist, wenn ich unterrichte, aber das kann man auch für Workshops oder so verwenden, ja. Worauf kann ich achten und eben Anspruch stellen? Oder bei der Mehrsprachigkeit, wie mache ich einen mehrsprachigen Raum? Wie gebe ich Mehrsprachigkeit Raum in meinen Sitzungen, in meiner Lehre, in Fernsehen, ja, also wie, das sind so zwei Bereiche und dann haben wir uns nochmal ganz konkret über die, in dem Fall deutsche Sprache, es gibt auch eine Übersetzung oder Übertragung ins Englische und es gibt auch eine Übersetzung in einfache Sprache von diesen Empfehlungen, die wir gemacht haben. Und da haben wir so unterschieden zwischen mündlicher und schriftlicher Lautsprache. Wir haben zur Gebärde haben wir noch nichts, da müssen wir uns dann, falls wir das tun, noch mehr intensiver beschäftigen. Da gibt es auch Forschung mittlerweile, die sehr interessant ist. Aber bei der schriftlichen und bei der mündlichen Sprache, da gibt es im Grunde zwei grobe Unterschiede. Das eine ist die sogenannte geschlechtsneutrale Sprache und das andere ist die sogenannte geschlechtervielfältige Sprache. Und diese geschlechtsneutrale Sprache, das sind eigentlich alles Formulierungen, die sowieso tun. So wie vorhin ärztlicher Rat statt Rat der Ärztin. Oder dass wir halt sagen, die Person oder der Mensch oder die Bürokraft oder so. Ja? Also solche Formulierungen zu verwenden statt oder dass man so eine Art, das heißt Funktions-, Institutions- und Kollektivbezeichnungen, das klingt sehr sperrig, aber es ist total easy. Zum Beispiel, weil oft weiß man ja, also wie schreibt man E-Mails an? Wir haben sehr viel auch in den Sprachleitfaden drin und es gibt auch Workshops dazu und da haben wir das auch oft, dass wir so diskutieren, aber wie schreibe ich jetzt die E-Mails dann? Wie kann ich geschlechtsneutral oder geschlechtervielfältig schreiben? Und eine Variante ist einfach zu sagen, liebes Team oder sehr geehrtes Team, oder das ist eigentlich total easy. Es ist oft sogar einfacher, wie wenn ich sehr geehrte Damen und Herren oder so irgendwas machen muss und ich bin inklusiver. Also, da gibt es ganz viele. Und dann eben natürlich die so bekannter sind in Bezug auf das Gendern, der Stern, der Unterstrich. Da gibt es ganz viele Varianten, die wir auch drin haben. In Beidnennung heißt das, also die männliche und die weibliche. Und du hast das vorhin auch verwendet, die männliche und die weibliche Form. Und dazwischen in der gesprochenen Sprache macht man eine kurze Pause. Mhm. Ne? Und im Geschriebenen wäre dann statt dieser Pause ein Stern oder ein Unterstrich oder so. Das sind so Varianten. Und bei der mündlichen, das, was ich jetzt gesagt habe, ne? wir praktizieren das ja jetzt quasi schon, nämlich zum Beispiel diese Pause machen oder eben Umformulierungen zu verwenden. Also statt zu sagen, die Stipendiaten müssen sich bis morgen melden, kann man auch sagen, alle, die ein Stipendium bekommen haben, müssen sich bis morgen melden. Das ist eigentlich wirklich kein großer Aufwand. Und es
Und was wir auch viel diskutiert haben, auch ist so, also Mehrsprachigkeit zum Beispiel lebt eigentlich davon, dass viel sogenannte internationale Sprache oder Wörter verwendet werden. Und das ist aber gerade wieder, das sind eigentlich schwierige Wörter, wenn wir beim Barriereabbauen und einfacher Sprache sind. Das heißt, da gibt es dann immer so Kompromisse, die man macht oder wo man überlegt. Und diese geschlechtsneutralen Ausdrucksweisen sind meistens welche, die der Alltagssprache ähnlicher sind oder näher sind und deswegen eine gute Schnittmenge sind. Mhm. Also deswegen, es gibt auch immer mehr Verbände und ich glaube auch, dass die Leitfäden immer mehr in die Richtung gehen werden, dass sie sagen werden, ja, dann wir empfehlen mal die geschlechtsneutrale Sprache. Ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil Sprache ist nie neutral. Ja. Das muss man wissen. Aber es ist uns kein besserer eingefallen. Wir haben lange diskutiert und überlegt. Es ist uns jetzt kein besserer eingefallen. Vielleicht kommt da noch irgendwann mal was. Oder falls das Publikum irgendwas weiß, dann e-mailen. Wir nehmen es gerne entgegen. Sprachbox@plus.ac.at. Genau. Genau. Oder so Übersetzungen und Übertragungen und solche Sachen. Also das ist so die Range, mit der wir so tun. Und eigentlich dieses Kernstück, dieses Heftchen mit den Grundlagen, da geht es hauptsächlich darum, dass die alle beschrieben sind, dass es überall ein Beispiel dazu gibt. Wir haben dann ganz viel auch zum Beispiel, wie kann man Verträge geschlechtsneutral oder vielfältig schreiben. Wir haben da einen Werkvertrag als Beispiel, E-Mail-Anschriften, die verschiedenen Pronomen. Wie ist das, wenn ich Menschen aufrufen muss, ne, wenn ich so Beratungstätigkeit habe oder so? Wie ist das in Vortragssituationen? Vortragssituationen, Anrede, genau. Also da haben wir dann ganz konkrete Beispiele auch immer drin. Ja. Und eben das noch übertragen auf Englisch, da schauen wir dann, ob nach und nach vielleicht noch andere Sprachen dazukommen. Da sind wir so ein bisschen überlegen, was für Sprachen da noch gehen. Also wo wir einfach wirklich kompetente Leute haben, die sich richtig gut auskennen mit allen Bereichen. Und die einfache Sprache, das ist, kann ich prinzipiell empfehlen. Einfache Sprache ist immer sehr entspannend zu lesen, weil es viel einfacher ist zu lesen, ja. Ja. Das müssen wir überhaupt öfter machen, finde ich. Ja, absolut. Wie funktioniert jetzt die Sprachbox konkret? Wie komme ich da dran? Liegt die auf? An wen richtet sich das? Wie kann ich mir das anschauen, wenn ich jetzt interessiert bin? Ja, ich glaube, der niedrigschwelligste oder einfachste Zugang ist sicher über die Website von der Uni, also über die Plus-Website. Konkret über die Abteilungswebsite, also www.plus, dann /fgdd und dann gibt es noch einen Link zur Sprachbox. Das heißt, das wäre sozusagen der einfachste Zugang. Da werden auch die ganzen Broschüren, das Plakat auch online zum Download bereitstehen. Das heißt, da kann ich mir recht schnell die Inhalte holen. Ansonsten ist es die Mailadresse, die ich vorher schon gesagt habe, sprachbox@plus.ac.at, über die wir auch erreichbar sind, wo man gegebenenfalls auch für einen Druckkostenersatz auch die Box bestellen kann bei uns oder auch Plakate und Ähnliches, genau. Und gedacht ist sie in einem ersten Schritt jetzt gewesen, eben für einen universitären Kontext. Tatsächlich kriegen wir aber seit mehreren Monaten, also eigentlich das ganze letzte Halbjahr oder seit wir mit der Feedbackphase letztes Jahr im Herbst losgestartet sind, permanent Anfragen. Also es gibt offensichtlich einen sehr großen Bedarf und auch so den Wunsch, sie da weiter vertiefen können, darin vertiefen zu können und da halt einfach auch ordentliches Handwerkszeug dafür zur Verfügung zu haben. Und wir hoffen halt schon, dass wir das damit jetzt ein Stück weit auch geschafft haben. Ja. Was habt ihr beiden denn in diesem Prozess gelernt? Ihr habt schon gesagt, dass das ein langer Prozess war, diese Entwicklung. Ich glaube, alle, die sich dafür interessieren, können da auch gerne nochmal nachrecherchieren. Person, du hast ja gesagt, dass ihr da viele weiterführende Texte und auch Erfahrungsberichte noch drin habt. Vielleicht ganz kurz jetzt hier im Talk, was habt ihr beiden gelernt bei dieser Entwicklung? Keine Angst vor komplexen Fragestellungen. Oder es kann ein sehr lustvolles und auch sehr absolut produktives Ding sein, sich komplexen Fragestellungen zu widmen, dem zu stören. Aber man durchaus manchmal dann Kopf wieder verkriegen kann oder wenn man einfach müde wird davon, wenn man sich wirklich hart damit auseinandersetzt. Aber insgesamt ist es ein sehr erhellender und ein super produktiver Prozess gewesen. Und eben auch sowas wie Sprache und Universitätsstrukturen verhalten, aber auch gesellschaftliche Normen, Machtverhältnisse und Ähnliches versuchen zusammenzudenken. Ne? Und so. Und das dann aber auch wieder sozusagen in der Form zu bringen, die gut nachvollziehbar und gut aufnehmbar ist. Letztlich. Also das war schon
ein guter und lehrreicher Prozess für mich und es waren sehr viele produktive Diskussionen auch mit dir, Persson, und auch mit dem restlichen Team. Judith Hartl möchte ich da auch ganz gerne nochmal erwähnen, die vor allem für die redaktionelle Arbeit in den letzten Monaten verantwortlich gezeichnet hat und ganz viele andere Personen auch in der Arbeitsgruppe und so. Also das waren wirklich lustvolle und sehr produktive Arbeitsstunden, Monate, Jahre. Ja. Also ich habe einerseits gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, so einen Prozess zu begleiten, wenn er eben auch so gut ist, wie bei euch das war. Also das ist einfach auch angenehm, wenn also überhaupt an einer Universität eine Arbeitsgruppe zu machen, die sich ein Jahr lang aus den wirklich unterschiedlichsten universitären Bereichen damit beschäftigt, wie geht das? Und da habe ich extrem viel gelernt, auch was für Fragen stellen sich in der Bibliothek zum Beispiel. Was für Fragen stellen sich, gut, bei der IT, da habe ich ein bisschen eine Ahnung gehabt, aber was sind dann die Hürden? Ja? Sind die institutionell, sind die strukturell, sind das Einzelpersonen? Also das ist so ein bisschen ein Einblick zu kriegen in so universitäre Kontexte, aber auch dieses Interesse auch mitzukriegen. Also was mich bei den Workshops auch total immer wieder erstaunt, also erstaunen klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist schon, das ist eigentlich schön, das mitzukriegen. Die meisten Leute haben Interesse. Also diese große Abwehr gegen das sogenannte Gendern, das sind so wenige Leute. Sie sind sehr laut und sie werden von großen Medien sehr gerne laut gemacht. Aber eigentlich die meisten Menschen haben Interesse, respektvoll miteinander umzugehen und wollen dafür auch eine respektvolle Sprache. Und genau darum geht es eigentlich da. Und ich finde, das fand ich total schön, das nochmal wirklich schön bestätigt zu kriegen und eben diesen Prozess zu machen. Also was da alles plötzlich kommt auch, also was, dass ihr so viele Anfragen gekriegt, also wie schnell das dann auch geht, dass die Leute erfahren, dass es diese AG gibt. Und wir haben ja dann tatsächlich die Rohfassung von den Empfehlungen wirklich an die ganze Uni geschickt. Und da waren so tolle Feedbacks auch dabei. Es war wirklich toll. Und die dann wieder einarbeiten. Also der ganze Prozess eigentlich, ja. Und was da so alles passiert. Und ja, wir haben uns ja einmal im Monat getroffen. Also es war wirklich ein intensiver Prozess auch. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und vielleicht ganz zum Schluss noch, habt ihr einen ganz kurzen Tipp für Leute, die sich vielleicht auch noch ein bisschen schwer tun damit, auf ihre inklusive Sprache zu achten oder die da ein bisschen Ehrfurcht davor haben und sich denken, ah, das ist so kompliziert, damit möchte ich mich eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Was ist so der Geheimtipp, um inklusiver zu sprechen, ohne dass man sich jetzt ganz viele Regeln merken muss? Also zuerst finde ich, lasst euch nicht einreden, dass es kompliziert ist. Das finde ich das Wichtigste. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ja. Die wir uns alle erzählt gekriegt haben, die wir uns teilweise auch noch weiterhin erzählen, aber das stimmt einfach nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich tatsächlich glaube, dass die meisten Leute, wirklich die allermeisten Leute, eigentlich respektvoll mit anderen Menschen umgehen wollen. Und darum geht es eigentlich. Also wenn ich so das Gefühl habe, wow, das ist viel zu viel und ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das jetzt einfach nicht, da 5 Bücher zu lesen, einfach respektvoll sein. Und ich glaube, das macht total viel aus, mal zu überlegen, würde ich, wenn ich jetzt Leuten Fragen stelle, würde ich die mir auch stellen? Fände ich das angenehm, die gestellt zu kriegen? So ein bisschen so durch die Gegend zu gehen, das macht sehr viel aus. Und ich finde auch, es ist tatsächlich so, das kommt ja auch manchmal, das ist alles so akademisch und das machen nur die Akademiker und so. Also das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Also ich kenne in allen Bereichen der Gesellschaft respektlose und respektvolle Menschen und respektlose und respektvolle Verwendung von Sprache. Also das hat auch, das muss man sich auch nicht einreden lassen, ja, dass man jetzt, wenn man nicht akademisch ist, dass man dann nicht so respektvoll ist. Stimmt, bei mir war es ein bisschen das Gegenteil, die Erfahrung, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, ja. Aber ich finde, go for it. Einfach respektvoll sein. Mhm. Ja, ich glaube, ich schließe mich dem einfach an, einerseits. Und vielleicht auch nochmal anschließend an das, was ich zu Beginn auch schon gesagt habe, ich glaube, es ist einfach eine persönliche Haltung. Wenn ich meinem Gegenüber respektvoll entgegenkommen will, dann bringt das automatisch Denkprozesse in Gang. Ne? Und also ich glaube auch, dass es eine Lüge ist, dass das wahnsinnig kompliziert wäre. Und wenn ich unsicher bin, dann habe ich immer die Möglichkeit, nachzufragen. Also es ist ja nicht so, dass man bestraft werden würde oder so, wenn man Fehler macht, sondern so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit und sich selbst auch mal verzeihen, wenn man einen Fehler hingelegt hat oder sich beim Gegenüber entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat oder so. Das ist ja auch immer die Möglichkeit da. Also ich glaube, es geht da eher
nicht so sehr um Technik und Regeln oder sonst irgendwas, sondern es geht da viel eher um eine persönliche Haltung. Mhm. So. Also habe ich ein Interesse daran, meinem Gegenüber oder der Gesellschaft insgesamt, dieser ganzen Vielfalt, die wir da in der Gesellschaft haben, respektvoll und auch mit einem gewissen Interesse gegenüberzutreten. Ne? Habe ich eigentlich Interesse an den Personen oder den Menschen, die mir da gegenüber sind, wie eigentlich mit denen gut kommunizieren können. Das ist eigentlich eher so die viel grundlegendere Fragestellung, meiner Meinung nach. Weil alles andere ist dann ein Lernprozess. Ne? Also ähnlich wie im Thema Mehrsprachigkeit oder so, da haben wir das ja auch in einer Broschüre drinnen, dass es keineswegs immer darum gehen würde, Sprachen perfekt zu beherrschen, und auch keineswegs immer so ist oder eigentlich nie so ist, dass man sich in so einen monolingualistischen Sprachraum bewegen würde, sondern wir hören permanent ganz viele unterschiedliche Sprachen. Ne? Und man kann sich auch mit kleinen Sprachteilen ganz gut verständigen. Ne? Es kommt halt immer darauf an, wie respektvoll ich schaffe es, ne? Wie viel Interesse habe ich daran. So, ja. Also ich glaube, es geht da eher um eine persönliche Haltung und eine Motivation. Ja. Ja, ich glaube, darum können wir uns alle noch sehr bemühen in unserer Sprache, in unserer Ausdrucksweise. Und einer der ersten wunderbaren Ansatzpunkte ist natürlich diese Sprachbox, die ihr uns heute netterweise mitgebracht und vorgestellt habt. Vielen Dank dafür, Sabine und Persson. Wir freuen uns, wenn das auch in anderen Bereichen außerhalb des universitären Kontexts noch Anklang findet und wünschen euch viel Erfolg. Für alle, die sich darin noch vertiefen möchten, steht natürlich die Sprachbox und das Team dahinter. Frage und Antwort. Über die Website der Universität, haben wir schon gehört, könnt ihr das finden. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch beide für diesen interessanten Talk. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Sprachliches Handeln kann ein diskriminierendes Gesellschaftssystem aufrechterhalten. Deswegen ist es so wichtig, ein Bewusstsein für eine Sprache zu schaffen, die alle Menschen inkludiert und respektiert. Unabhängig des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, der Nation oder der Konfession. Die Sprachbox an der Paris-Lothron-Universität Salzburg zum Beispiel versucht dafür, inklusive Kommunikation zu fördern und Barrieren abzubauen. Das war die neue Ausgabe von Queerbeat Diversity in Salzburg zu Gendern und inklusive Sprache. Wir hoffen, wir konnten euch wichtige Erklärungen und Einblicke geben. Danke für euer Interesse und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt bunt und vielfältig.